Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Day of the Tentacle Remastered. Jawohl, als neues Projekt auf meinem Kanal und das, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe für neue Projekte. Oh meine Güte. Ja, ich habe ja eigentlich genügend Projekte, die mich beschäftigen. Zudem stecke ich mitten in einem Umzug mit Renovieren und allem drum und dran. Ich habe also eigentlich keine Zeit. Es geht nicht. Aber bei diesem Spiel konnte ich einfach nicht Nein sagen. Day of the Tentacle ist erstens ein absolutes Kultspiel. Es kam 1993 raus. Es hat damals schon unendlich viele Leute begeistert. Und es ist der Nachfolger zu Maniac Mansion. Übrigens, ein Spiel, das ich ebenfalls schon gespielt habe. Ich denke mal, den Link dazu werde ich in die Beschreibung reinpacken, für alle, die das interessiert. Ja, und zweitens, ich kenne es nicht. Ich kenne Day of the Tentacle nicht. 1000 Leute haben mir das schon empfohlen. Ich soll es spielen. Ich habe nur Gutes drüber gelesen. Naja, und jetzt, wo ich gesehen habe, die Remastered-Version ist raus, und zwar seit heute, konnte ich nicht mehr Nein sagen. So, und mit diesen Worten würde ich mal sagen, beginnen wir einfach mal dieses Projekt. Die Frage ist nur, was machen wir? Optionen, beenden, Spiel laden. Das sieht aus wie... also die Floppy sieht aus wie eine C64er Floppy. Na egal. So, Bonus gibt's wahrscheinlich noch nicht, oder? Gibt's schon irgendeinen Bonus? Konzeptentwürfe, Galerie, Entwicklerkommentar. Aus. Zurück. Oh, das ist ja krass. Wir könnten uns den Entwicklerkommentar einschalten während des Spiels. Vielleicht mache ich ja zwei Playthroughs. Einmal mit und einmal ohne Entwicklerkommentar. Konzeptentwürfe, Galerie. Ja, okay, noch gesperrt. Wow, 1 von 156. Meine Güte, Leute. Wir werden noch was zu gucken haben, ne? Aber erstmal muss ich alles freispielen. Gut, Optionen können wir ja mal kurz reingehen. So wird gespielt. So wird gespielt. Bewegen. Wähle deinen Zielort mit dem Mauscursor und drücke dann die linke Maustaste, um dich dorthin zu bewegen. Lava. Okay. Mit der Umgebung interagieren. Mit Hilfe des Cursors kannst du mit deiner Umgebung interagieren. Bewege den Cursor über Objekte in der Umgebung, um sie auszuwählen. Na gut, typisch Point and Click, ne? Ich denke, wir werden es schon hinkriegen. Steuerung, Einstellungen, Mitwirkende. Na, Mitwirkende. Day of the Tentacle Remastered. Double Fine Productions. Ich würde mal sagen, das gucken wir uns an, wenn wir mit dem Spiel durch sind, oder? So, Einstellungen, gibt's da irgendwas Interessantes? Stil, Remastered, klassisch. Oh, wir können wahrscheinlich verpixelt spielen. Das ist ja interessant. Musik, automatisch. Verben. Kreis, Liste. Oder, nee, Leiste. Wir lassen das mal auf automatisch. Spieleinstellungen, Untertitel an. Deutsch, Vollbild, Lautstärke. Vielleicht sollten wir die Musiklautstärke ein bisschen heruntersetzen. Ich mach das mal so, ne? Sprache am lautesten, Musik am leisesten und die Soundeffekte ein bisschen. So, zurück. Alles klar. Neues Spiel. Los geht's. Day of the Tentacle. Möchtest du die Entwicklerkommentare aktivieren? Nein, in diesem Spiel noch... Ja, nein. In diesem Spiel noch nicht. Da gibt's bestimmt interessante Sachen, aber das wird ein eigenes Playthrough. LucasArts Entertainment Company. Thank you.
bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändlerwörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal... zurück zum Tollhaus. Thank you.
Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hoagie, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? So, Dot-Steuerung. Day of the Tentakel, ne? Dot. Dot-Steuerung. Linke Maustaste bewegen, bestätigen. Verb-Auswahl öffnen. Inventar öffnen. Ah, mit der... Okay. Mit dem Rädchen. Shift. Hervorheben von Objekten. Na gut, das will ich, wenn es geht, nicht einsetzen. Escape-Menü öffnen. F1. Render-Modus wechseln. Yay! Das werde ich gerne mal benutzen. Einfach mal, um hin und her zu schalten, um zu gucken, wie sich das denn so, wie das früher so aussah. Enter. Bestätigen. Menü-Navigation. Zwischensequenzen überspringen. Das wollen wir auf keinen Fall. Inventar öffnen. Entwicklerkommentar. Das ist ein A, ne? Sieht aus wie A. 1, 2, 3. Auswahl. Hoagie, Bernard, Laverne. Bernard kenne ich bereits aus Maniac Mansion. 1. Also hier nennt sich das Tollhaus, ne? Ich überlege, wenn ich dann das Spiel mache mit Entwicklerkommentar, ob ich dann das Ganze auf Englisch mache. Ich glaube, es kommt dann besser. Weil in der Eröffnungsszene, also im Intro, hat ja Bernhard gesagt so, ich muss zurück zum Tollhaus. Und ich denke, auf Englisch kommt das viel besser, wenn er dann sowas sagt wie I need to go back to the Maniac Mansion oder sowas in der Richtung. Na gut, okay. Dialog wählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dialog überspringen. Na, was haben wir? Ah, Controller. Mit Controller geht's auch. So, Maniac Mansion Steuerung. Was? Maniac-Menschensteuerung? Schiebe, öffne, gehe, aktiviere, schließe, ziehe, nimm, repariere, benutze, deaktivieren, oben rechts, Charakter wechseln. Na gut, Zettel, Chuck die Pflanze. Oh, Chuck die Pflanze. Na? Kommt euch das bekannt vor, Chuck die Pflanze? Tür, out of order. Portierklingel. Kaugummi mit Groschen drin. Lecker. Zettel. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Sehr schön. Wollen wir mal den Render-Modus wechseln? Wie geil! Schau! Benutze, nimm, gib, rede, drücke, schließe, öffne, ziehe. Benutze, Textbuch. Ja, so war das damals. Din, 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 din. Na gut, ich würde mal sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Hier mache ich erstmal ein kleines Päuschen und speichere ab. Ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen und sage, bis bald!